Flyer führt in seinem Portfolio an E-Bikes auch Mountainbikes. Das Uproc Evo X ist als Nachfolger des Uproc 6 das E-Enduro im Programm der Schweizer. Es wurde im Sommer 2023 vorgestellt und ist in drei Ausstattungsvarianten erhältlich. Unser Testrad, das Uproc Evo X 9.50, ist das Topmodell. Als einziges Bike der Reihe ist es mit dem Bosch Performance Line CX Motor in der Race-Ausführung ausgestattet. Der schön gemachte Rahmen besteht aus Carbon, sein Viergelenks-Hinterbau bietet 165 mm Federweg, vorne arbeitet eine Gabel mit 170 mm Hub. Die Ausstattung ist dem Status als Topmodell angemessen. Die Federelemente kommen auf Factory-Niveau von Fox, eine 38 Float-Gabel und ein Float X2 Federbein. Die 12 Gänge stellt eine kabellose SRAM XO Eagle AXS bereit. Verzögert wird die Fahrt mit Shimano XTR Trailbremsen. Beide Scheiben haben 203 mm Durchmesser. Auf den Mavic eTMAX S Laufrädern, das vordere misst 29 Zoll, das hintere 27,5 Zoll, sind 2,5 Zoll breite Onza Aquila GRC montiert. Der 810 mm breite Onza Pro Taper Lenker ist an einem 35 mm langen Satori Ursa Vorbau befestigt, unter dessen Kappe sich ein Mini-Tool verbirgt. Auf der RockShox Reverb AXS Variostütze mit 170 mm Hub sitzt ein Physic Eidon Sattel. Der Bosch CX Race wird von einem Bosch PowerTube Akku mit 750 Wattstunden Kapazität im Unterrohr gespeist. Der wird übrigens bei Bedarf nach unten aus dem Rahmen entnommen. Dazu müssen ein Bolzen und eine Sicherungsschraube unter dem Flaschenhalter gelöst werden. Das Unterrohr kann so geschlossen bleiben, was die Stabilität erhöhen und Gewicht sparen soll. Apropos Gewicht, gewogen haben wir das Bike samt Pedalen mit 25,21 Kilo. Die Geometrie des Uproc Evo X kann man per Flipchip in zwei Einstellungen festlegen. Wir haben das flachere Setup mit tieferem Tretlager genutzt. Im Gelände schlägt sich das Flyer überzeugend. Man bringt in Anstiegen prima Druck aufs Pedal und wird dabei vom Motor kraftvoll unterstützt. Kommt der Wunsch nach einer extra Prise Schub und Dynamik auf, erfüllt ihn der Race-Modus mühelos. Die Unterstützungsstufe wechselt man bequem per schlanker Remote am Lenker. Die LEDs des System Controllers im Oberrohr informieren über Fahrstufe und Akkukapazität. Wer ausführlichere Infos braucht, verbindet das Rad mit der Bosch E-Bike Flow App. In der kann man auch die Fahrstufen individualisieren, Software-Updates aufspielen oder einen Diebstahlschutz nutzen. Der Hinterbau ist antriebsneutral, spricht gut, wenn auch nicht hypersensibel an und bietet große Reserven. Das gilt auch für die Gabel, die wie der Hinterbau eine harte Gangart bevorzugt. So bringen auch ruppige Wurzelteppiche, Steinfelder oder Sprünge das Flyer nicht aus der Ruhe. Das große Vorderrad gibt Sicherheit, dank kleinerem Ponton hinten und insgesamt kurzem Heck ist das Uproc Evo X reaktionsfreudig. Das macht im gewundenen Trail ebenso Spaß wie in Kehren. Tritt man durch technisch anspruchsvolle Uphills, verlangt das tiefe Tretlager Konzentration, um Pedalaufsetzer zu vermeiden. Uns hat das Uproc Evo X überzeugt. Es ist dynamisch und schnell, sieht gut aus und macht rundum Spaß. Besonders wenn es in der Abfahrt ordentlich zur Sache geht. Der Preis von 12.499 Euro ist hoch, entspricht aber dem aktuellen Niveau. Für ein High-End-Bike dieser Güte liegt er nicht einmal an der Spitze der Pyramide. Man bekommt viel Gegenleistung für sein Geld und schließlich bietet Flyer auch günstigere Ausführungen des Bikes an.